Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, 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 Liebe Schwestern und Brüder, in Hamburg kommt ein Kalender heraus. Er heißt einfach der andere Kalender, und ich erlaube mir jetzt einmal eine etwas andere Predigt zu halten. Freunde waren Paul und ich, Freude war's für ihn und mich, wenn wir daheim uns täglich trafen, doch eines Tages überwarfen wir uns wegen eines Streits, der uns beiden echt hat leid. Doch statt zu reichen uns die Hand, weil jeder dachte, es ist ein Schand, wenn ich den ersten Schritt soll tun, wenn er will, soll doch er geruhen, zu mir zu kommen, dass es dann zu Versöhnung kommen kann. Und so machte ich mir Gedanken, ließ auch nicht zu, irgendein Wanken, was mein Verhalten hier betrifft. Ich bin doch wirklich nicht bekifft. Ich mach's, wie's zugeht in der Welt, in die wir alle sind gestellt. Und gibt's da nicht einen Bibelspruch? Potztausend. Jetzt kommt gleich ein Fluch, das im Rallye-Unterricht aufpasste ich so häufig nicht. Doch schnell kramt ich im Hinterkopf heraus, ich bin ja doch kein Tropf, das Wort in Exodus geschrieben, das viele ohne Zweifel lieben. Aug um Auge, Zahn um Zahn, dem wunderbar ich folgen kann. Doch ebenso hatte ich im Kopf, ich kratzte mich an meinem Schopf, da war doch noch ein anderes Wort. Ich wusste leider nicht den Ort,
Wo ich soll suchen, es zu finden, ahnte auch, dass mein Empfinden konträr ist zum gesuchten Satz, drum ich's auf sich beruhen lass. Aug um Auge, Zahn um Zahn, was ist denn so schlecht daran? Ist nicht gerade das gerecht und daher überhaupt nicht schlecht? Wenn mir einer, ehe du schaust, mit seiner frech geballten Faust schlägt ein schönes blaues Auge, ich ihm dann mit scharfer Lauge sein eigenes Auge malträtiere und richtig heftig ihm lädiere, soll er doch nur heftig jaulen, doch bitte, er hat nichts zu maulen, denn auch mir tut's Auge weh, so auch ihm ist die Idee. Wie du mir, so auch ich dir, ja genau, das lob ich mir. Dasselbe gilt für meinen Zahn. Schon wieder bricht sich in mir Bahn, dass wenn du mir ihn aus sich schlägst, und mich danach noch höhnisch frägst, was ich nun zu tun gedenke, wohin ich meinen Zorn dann lenke, dann muss ich nicht lang überlegen, geb dir mit meiner Faust den Segen. Die schlag ich dir dann, lieber Paul, so richtig in dein blödes Maul. Für mich ist überhaupt kein Frage, dass ich's ihm dann so heimzahle, fühle mich dann sehr erleichtert, ja auch durchaus ein wenig erheitert. Ich weiß, ich hab's ihm jetzt gegeben, eine Lehre für sein ganzes Leben. Wer sich an mir wagt zu vergehen, dem wird vergehen, hören und sehen. An mir soll keiner sich vergreifen, mögen sie's vom Dach auch pfeifen, wie ich's schon sagte, so auch jetzt. Darin stehe ich felsenfest, wie du mir, so ich dir, ja genau, das lob ich mir. Doch wie's der Teufel will, geschah's, ich ging in München auf ner Straß, die mich in eine Kirche führte, wo sich potzblitz ja echt was rührte. Viele Leute waren drin, auf einmal seh ich, ja, ich bin, mitten unter frommen Leuten, die allesamt sich gar nicht scheuten, laut zu beten, laut zu singen. Mein Güt, war das ein Klingen. Und da vorne, da war einer, sah aus wie einst mein Fußballtrainer, der fuchtelte mit seinen Händen rauf und runter aller Enden, und dann schritt er würdevoll zu Akkorden voll in Moll. Ach nein, es war ein Halleluja, in Dur sang man es Luja, Luja. Zu einem Ständer, wo ein Buch er aufschlug, um zu lesen, huch, ein Text mit lauter Antithesen. Ich dachte mir, ich fress einen Besen. Die Alten sagten so und so, ich aber sag euch anders, so. Nicht die Feinde sollt ihr hassen, ihr sollt sie lieben und so lassen, allen Hader, allen Streit, allen Groll und allen Neid. Was dann noch kam, das fand ich irre, es machte mich einfach nur kirre. Doch dann geschah etwas mit mir, es war verrückt, das sag ich dir. Auf einmal merkte ich betreten, ich fang ja wirklich an zu beten. Ob's Beten war, ich weiß es nicht, hielt selber mich nicht mehr für dicht. Gedanken kamen mir in den Sinn, die knallte ich Gott so einfach hin. Mein Gott und Herr, ich fass es nicht. Dein Wort doch soll uns sein ein Licht. So hatte ich vor langer Zeit es mal gehört, er war gescheit.
der Lehrer, der uns brachte bei, dass Gottes Wort ein Licht uns sei. Doch nun, was muss ich hier jetzt hören? Es kann mich einfach nicht betören. Wie dunkel wird mir vor den Augen, kann nicht sehen, dass sie mir taugen. Diese Worte, die da kamen, aus deinem Munde, wahrlich, Amen. Denn um meine schöne Wange, Herr, da wird mir echt ganz bange. Du meinst wirklich, dass ich soll, als hieltest du mich echt für toll, bekloppt und blöde obendrein? Herr, wie bescheuert muss man sein, da kloppt mir jemand auf die Backe und Herr, das finde ich wirklich nicht schön. Soll ihm halten hin die andere? Herr Jesus, wie kannst du nur? Das ist doch Masochismus pur. Nun, da kannst du warten lange, dass ich ihm halt die andere Wange hin und finde es nur schade, dass ich nicht außerdem noch habe, eine dritte Wange hinzuhalten, um auch sie noch zu gestalten mit schönen Striemen, oh how nice, als ob es gäbe dafür ein Preis. In diesem Augenblick, o Wunder, die Augen wurden mir immer runder, sprach zu mir in meinem Herzen, ich beliebe nicht zu scherzen, eine Stimme, die ich gut vernahm, eindeutig sie vom Himmel kam. Mein lieber Freund, du täuschst dich sehr, was du erzählst, ist dumme Mär. Du meinst, mein Wort sei dir zum Schaden und du allein, du musst ausbaden, was andere dir Böses tun und passiv wie ein blödes Huhn, erdulde nur das Ungemach, das über dich hereingebrach. Nun denk daran, vor meinem Tod, der Hohe Rat hat mich geholt. Zu töten mich, das dir Gestalt, man könnt mich endlich stellen kalt. Und weil ich ihnen Worte sagte, die keinem dieser Leut behagte, des hohen Priesters Diener mir nen Backenstreich verpasste hier. Du weißt, wie ich drauf reagierte und mich natürlich nicht genierte, ihn zur Rede gleichzustellen, trotz Gefahr, sie zu verprellen. Wenn Unrecht ich getan, dann bitte, stell den Grund hier in die Mitte. Doch wenn's recht ist, was ich sag, was schlägst du mich, dass ich dich frag? Auch ich habe mich gewehrt, denn das ich will, dass man mich ehrt, wie jeden Menschen hier auf Erden, denn niemals darf getreten werden des Menschen Würde, sie ist heilig. Auch wenn es stimmt, dass freilich sie ständig wird in Schmutz gezogen, der Mensch um seinen Wert betrogen. Doch eines hab ich nicht gemacht. Darauf war ich sehr wohl bedacht. Ich habe nicht zurückgeschlagen, vielmehr in Demut das ertragen. Du sagst, ich sei zu schwach gewesen, die Leviten ihm zu lesen, mit meiner Faust, da ich doch war, gefesselt vor der ganzen Schar. Gekostet hätt's mich nur ein Wort, der ganze Spuk wär gewesen fort, wenn zur Anwendung gebracht, ich hätte meine ganze Macht. Doch danach stand mir nicht der Sinn, denn ich zur Erd gekommen bin, den Kreislauf der Gewalt zu brechen, mit der die Menschen wütend stechen, untereinander füsilieren, sich gegenseitig kujonieren. Und lieber Freund, das sag ich dir mit meinem ganzen Herzen hier,
Nicht wörtlich sollst du mich verstehen, deiner Wange Schönheit soll bestehen, doch in deinem Herzen Frieden. Dies Wort sei ernstlich dir beschieden, wirst finden du nur im Verzicht auf Rache, und es wird ein Licht aufgehen in dir. Und zwischen euch nur alles Bittre von dir scheuch, wird schöner werden als zuvor. Drum bitte, sei doch nicht ein Tor. Denn nichts ist schöner, als wenn Feinde endlich werden wieder Freunde. Das Band, das einst zerschnitten war und so viel Übles euch gebar, wenn ihr es neu zusammenknüpft, das Herz in euch vor Freude hüpft. Drum, lieber Freund, verstehe recht, was ich euch sage, das ist echt der wahren Liebe wahre Probe, die allein ich wirklich lobe. Lerne, deinen Feind zu lieben, achte, nimmer zu verschieben, den Schritt, das Wort, den Blick, die Geste, die nötig sind, damit das Beste, damit Versöhnung kann geschehen und Liebe wieder auferstehen. Drum bete auch für alle die, die du nicht magst, sowie für die, die dich verletzt in deinem Herzen und dir verursacht viele Schmerzen. Du wirst es sehen, ich geb die Kraft, damit des Grolles bittere Haft ersetzt wird durch der Liebe Licht, die niemals mehr dann dir gebricht. Und du wirst deinem Gotte ähnlich, der auf dich schaut, er will so sehnlich, dass er sein Bild erkennen kann in dir, der Frau, in dir, dem Mann. Denn so sagt's Jesus ja uns allen, so werden wir ihm recht gefallen, wenn wir wie er vollkommen sind, als des Vaters geliebtes Kind.